Ist es ein leerer Karton? Ist es eine Brotschneidemaschine? Nein, es ist ein Mystery-Paket voller Filme. Lasst uns auspacken. Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen hier zurück bei Music and Cinema. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch die Themen Musik und Film interessieren, gerne ein Abo da lassen, denn es gibt ja wie immer viel zu entdecken bei uns. Und viel zu entdecken gibt's natürlich auch heute, ganz klar. Gestern hatte ich Besuch von einem langjährigen Freund, vom Christian. Und der Christian ist wie ich Film- und Musiksammler und er baut wunderbare Lego-Welten. Und wie es halt so ist, wenn man solche Hobbys hat, dann wird der Platz etwas eng zu Hause. Und deswegen hat der Christian gestern was mitgebracht. Und zwar dieses wunderschöne Paket. Und er hat mir versprochen, hier drin ist keine Brotschneidemaschine, sondern hier sind Filme drin. Und dieses Paket möchte ich natürlich heute gerne mit euch auspacken. Jetzt fangen wir einfach gleich an. Oh, und das Paket ist wirklich randvoll. Machen wir das mal Stück für Stück. Ich weiß selbst nicht, was sich alles drinnen befindet, also für mich genauso eine Überraschung. Los geht es mit diesem Mel Gibson Film Fletchers Visionen. Ein toller Verschwörungsklassiker. Dann haben wir hier Three Kings. Dorothy Mills, ein Horrorfilm. Dreamcatcher, also sehr abwechslungsreich bis jetzt. Boah, ein John Woo Film, Blast Heroes, echt toll, ich mag ja John Woo Filme. Und die Rückseite sieht ja auch wirklich interessant aus. Action aus Hongkong, so soll es sein. Jonah Hex, ein Fantasy Film. Bronson, diesen Film kenne ich nicht. Anscheinend geht es hier um einen Häftling. Ich lasse mich gerne überraschen. Dann ein Double Feature, Jagd auf Roter Oktober und die Stunde der Patrioten. Black Swan. Julia's Eyes. Müsste ein Horror- oder ein Psychothriller sein. Die Rückseite sieht vielversprechend aus. Contagion. Eagle Eye außer Kontrolle. Und hier sogar eine Komödie. Dumm und Dümmer mit Jim Carrey. Wer kennt ihn nicht? Und dann ein Kriegsfilm. Duell, Enemy at the Gates. Hier geht's um Stalingrad. Fire Down Below. Ein wirklicher Actionkracher mit Steven Seagal. Und ein Klassiker mit Steve McQueen, den Film mag ich ja total gern. Jeder Kopf hat seinen Preis. Die Verfilmung einer wahren Geschichte eines amerikanischen Kopfgoldjägers. Super interessant und tolle Actionaufnahmen. Den Film liebe ich wirklich total. Splice, das Genexperiment. Und hier sogar noch eine original verpackte Blu-ray Disc, Hard Target 2. Super. Also dieses Paket hat es wirklich in sich, absolut klasse. Aushilfsgangster. Und eine schöne DVD-Box von Apollo 13.
Das sieht mir nach Schuber aus. Ah, hier lässt sich die DVD rausnehmen. So sieht das dann aus. Sehr schön gemacht. Und weiter geht's mit Ausnahmesituation. Alpha Dog. Sieht mir nach Alphabet aus. Alles mit A. Und jetzt geht's weiter mit 8 Mile. Dann ein Alfred Hitchcock Klassiker. 39 Stufen. Toller, spannender Film. Oh, und ein wahnsinniger Horrorklassiker aus dem Jahr 1943. Ich folgte einem Zombie. Ein total stimmungsvoller Schwarz-Weiß-Film. Mag ich auch total gerne. Weiter geht's mit Dragonheart, ein neuer Anfang. Unstoppable mit Wesley Snipes. Transsibirien, über den Film habe ich auch schon einiges gelesen. Ein Monster in der transsibirischen Eisenbahn. Hört sich interessant an. Der Schrei der Eule. Skyfighters. Operation Kingdom. Monster Man. Auf diesen Film bin ich wirklich gespannt. Der Christian hat mir ja jetzt die Handlung etwas erzählt, hat sich wirklich total interessant angehört, muss wirklich abgefahren sein. Ach, hier lasse ich mich gerne überraschen. Ich glaube, hier geht's wirklich zur Sache. Die Legende von Ankh. Déjà-vu. Hard Candy. Und wieder ein Klassiker aus den 80ern. Al Pacino in Cruising. Crime is King. Catch Me If You Can. Mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks. Adam Sandler in Click. Eine schöne Komödie. Michael Caine als Harry Brown. Also dieses Paket hat es wirklich in sich. Ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen. Und wieder Steven Seagal, Hard to Fight. Und nochmal Steven Seagal, Glimmerman. Ich mag ja diese alten Verpackungen besonders gerne. Sie haben immer die Inhaltsangabe innen und noch eine schöne Bilder. Und FX, tödliche Tricks. Auch ein toller Film, voller Überraschungen. Blue Steel, der Polizeiklassiker mit Jamie Lee Curtis. Cutting Glass. Und ein DVD Steelbook, 16 Blocks. Auch sehr schön gemacht. Ja, sieht wirklich toll aus. Und das Schöne an diesen alten DVD ist, sie haben immer ein wirklich großes Booklet dabei. Was man heutzutage fast nur in Mediabooks findet, war damals normal. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, so ein dickes Booklet war auch nicht überall dabei. Meistens waren es 4 Seiten oder 6 Seiten oder 8 Seiten. Aber so ein großes Booklet fand man damals auch selten. Candyman 2, blutige Rache. Also dieses Paket hat es ja wirklich in sich, ich freue mich total. Nightwish in der Red Edition. Boah, super. Flucht aus Absalom. Toll. Und wieder Steven Seagal, Deadly Revenge. Black Dahlia, ein toller Thriller. Und Akte X, Jenseits der Wahrheit.
21. Ein Mord für zwei. Und nochmal ein Klassiker. Ein Film, den man wirklich haben muss. Die Frösche. Wer ihn nicht kennt, unbedingt anschauen und unbedingt bis zum Ende des Abspanns dranbleiben. Lasst euch überraschen. Wirklich toll gemacht. Ein Creature-Feature-Tier-Horror-Klassiker. Man muss ihn einfach gesehen haben. Hamburger Höll, interessanter Kriegsfilm. Und das Geisterschloss. Und wieder Steven Seagal, The Patriot. Horror hat einen Namen, The Boneyard. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ich glaube, das Paket hat gar keinen Boden. John Travolta, From Paris with Love. Franklin. Und ein Peter Fleischmann-Film, Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Vielleicht schaue ich mir den Film mal ganz an. Ist ja keine leichte Kost, aber bestimmt interessant. Und dann haben wir Elvira's Haunted Hills. Wunderbar, eine tolle Komödie. Dann gibt's Heavenly Creatures. Und wieder ein toller Horrorklassiker als 2-DVD-Box. The Howling, das Tier. Den muss man auch gesehen haben. Der Werwolf-Film schlechthin. Gleich nach American Werewolf. Dann haben wir Rutger Hauer, Die Brut des Adlers. Nicolas Cage in 8mm. Und weil wir bei 8 sind, haben wir hier 8 Blickwinkel. Und wieder ein Klassiker aus der Blood Edition. Maniac. Wunderbar, wer kennt ihn nicht, den Film mit William Lustig. Zico Shepard. Und hier sind noch einige Blu-Rays. Machete, den muss man haben, ganz klar. Ma, sie sieht alles. Wanted, auch ein toller Actionfilm. Der Sternwanderer und Red 2 mit toller Starbesetzung. Und hier Red 1. Und dann geht's noch weiter, das war noch nicht alles. Ein Peter Greenway Film. Der Koch, der Dieb, die Frau und ihr Liebhaber. Peter Greenway macht ja immer richtig schräge Filme. Man weiß halt nie, was hier passiert. Hier kann man sich wirklich überraschen lassen. Eine Blu-ray, Red Reaper. Und hier noch eine verpackte Blu-ray, Highlander 3, die Legende. Diesen Film finde ich auch klasse. Dann wieder ein Film, den ich gar nicht kenne, Norwegian Ninja. Aber ich mag ja Ninja-Filme, ich habe ja vor kurzem erst ein Ninja-Special gemacht. Da muss ich mir den natürlich auch ansehen. Super. Dann Rollerball, die Neuverfilmung. Und ein Klassiker Ende der 70er, The Warriors, wer kennt sie nicht? Wunderbarer Film über eine Street Gang, absolut klasse. Walter Hill in Höchstform. Ein weiterer toller Horrorfilm, Die Prophezeiung von John Frankenheimer. Der Pakt der Wölfe. Und wieder Steven Seagal in Nico. Und dann gibt's Schwarzenegger, True Lies. Und wieder ein toller Film aus den 70er Jahren. Ich würde eher sagen Anfang 80er Jahre mit toller Starbesetzung. Roger Moore, Gregory Peck, David Niven, die Seewölfe kommen. Die Welle. Und Gene Hackman in Mississippi Burning.
Eragon. Ein schöner Fantasy-Film. Und hier wieder eine tolle Blu-ray, auch noch original verpackt. Jean-Paul Belmondo, Cartouche der Bandit. Schöner Abenteuerfilm, mag ich sehr gerne. George Clooney in Burn After Reading. Denzel Washington und Judy Foster in Inside Man. Und Mick Jagger von den Rolling Stones. Free Jack. Dann kommen wir zu Lagerwünsch 2. Wirklich toller Actionfilm. Ich glaube, den ersten Teil habe ich jetzt auch irgendwo noch liegen sehen. Vielleicht kommt er noch. Aber erstmal geht's zu Ivanhoe, der schwarze Ritter. Absolut toller Ritterfilm aus den 60er Jahren. Mag ich sehr gerne. Das waren wirklich noch Monumentalfilme damals. Audrey Rose, das Mädchen aus dem Jenseits. Auch ein interessanter Horrorfilm. Ah, hier ist ja Lagerwünsch, der erste Teil. Classy Film. Action nonstop. Dann Christopher Walken in die Hunde des Krieges. Tenet. Und Gladiator als Steelbook. Leider ist hier etwas beschädigt. Aber nichtsdestotrotz. Und ein weiterer Science-Fiction-Klassiker aus den 50er Jahren, Das Ding aus einer anderen Welt. Er wurde ja später von John Carpenter neu verfilmt, aber hier ist das Original. Ein Schwarz-Weiß-Film, super spannend gemacht. Und er hat Alien vorweggenommen. Dann ein weiterer Klassiker, Raubzug der Wikinger. Und Denzel Washington in Ricochet, der Aufprall. Und dann nochmal ein Klassiker, Hollywood Highlights, Kennwort 777. James Stewart in einem sehr spannenden Film. Und dann noch ein kleines Highlight, und zwar ein Mediabook. Allerdings kein deutsches, sondern aus Spanien. James Dean, den sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist wirklich toll aufgemacht. Seht euch das an. So geht's los. Rebel Without a Cause. Und hier gibt's einiges zu lesen und zu sehen. Massig Seiten, tolle Bilder. Den Text kann ich natürlich nicht lesen, weil ich kein Spanisch kann. Aber so müssen Mediabooks aufgemacht sein. Wirklich toll. Ein schönes Porträt von James Dean. Fotos von den Dreharbeiten. Alles, was ein gutes Mediabook ausmacht. Und natürlich schöne farbige Bilder. James Dean in Action. Echt toll gemacht. Und es ist hier wirklich ein richtiges Buch. Toll. Echt klasse. Nicholas Ray, der Regisseur. Und hier nochmal schöne Bilder. Und insgesamt hat dieses Booklet, ich werde mal nachsehen, leider am Schluss keine Seitenangabe, ich würde sagen circa 60 Seiten. Und am Schluss noch tolle Aushangfotos. Kinoplakatmotive. Und das Ende des Mediabooks. Ja, dieses Teil lässt wirklich nichts zu wünschen übrig, außer vielleicht die deutsche Sprache, damit ich auch den Text lesen könnte. Aber man kann halt nicht alles haben. Ja, das war's wieder. Wir sind am Ende angekommen. Lieber Christian, nochmal vielen Dank für dieses wunderbare Überraschungspaket. Da sind ja wirklich einige Schätze mit dabei. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich sehr freuen. Und den Christian, der dieses schöne Paket gepackt hat, natürlich auch. Macht's gut und bis bald. Wir sehen uns wieder bei Music and Cinema.